Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream hier bei mir beim Opa mit dem F123 World. Ja, ich bin hier im World und habe festgestellt, das ist für mich, für den Anfänger, richtig gut. Ne? Für den Profi wird es wahrscheinlich langweilig, weil es fängt ganz leicht an. Mittlerweile bin ich schon etwas weiter und schaffe nicht direkt alles, was hier kommt, aber ist egal. Ich habe mir jetzt vorgenommen, nach Frankreich zu fahren. Streckendaten Europa sind ab maximale Spitzengeschwindigkeit, Reifenabnutzung gering. 13 Runden, das ist doch schon mal was. Da gehen wir jetzt rein, wenn ich kann. Kurz in die Fahrhilfen. Lass alles aus, außer die Ideallinie. Mal sehen, ob wir damit klarkommen. Ob wir, nicht mir. Mehr kann ich hier sowieso nicht machen. Was hat die KI? Immerhin 35. Ist natürlich nicht viel. Aber für den Anfang sehr gut. Bringt so ein bisschen Erfolgserlebnis. Und die Steigerung kommt. Bin ich mir sicher. Ja, ich mach's als Stream, weil ich dann heute doch etwas länger. Noch mehr ja, das ist unsere schön. Mhm. Stefan Römer ist heute bei mir. Eins, heißt, dass ich starte von der Pole. Gehen wir direkt los. Das ist Frankreich. Muss ich kurz überlegen. Ah ja, ich weiß wieder, habe ich schon mal gefahren, ja. Brauche aber wieder einen Moment, bis ich hier drin bin. So, direkt absetzen. Absetzen ist nicht. Vollgaskurve. Okay. Und hier das Infield, da hole ich am meisten Zeit raus, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Guck auf die Strecke und lass dich nicht beirren von dem Geschreibsel. Ja. Nachteil von diesen Start-Ziel-Siegen ist, ich krieg keine Erfahrung mit Überholen und so. Ah, Vollgas. Deshalb überlege ich mal gerade, ob ich langsam mache und mich überholen lasse, damit ich das Überholen üben kann. Auch ein bisschen blöd, ne? Aber ich denke, das kommt noch. Okay.
Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Okay, ich sag's ihm. Ja, bisschen spät. Und ja, natürlich. Vollgas, habe ich gesagt. Konzentration. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Keine Ahnung. Alles klar. Ah, das ist so doof, ne? Da verliere ich immer so viel Zeit, wenn ich mit denen kommuniziere, über das Lenkrad. Ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe, ne? Aber ich habe harte Reifen drauf. Wieso will der jetzt? Wieso will der jetzt hier andere Reifen drauf machen? Aber ich mach's jetzt. Ich mach's einfach mal. Vielleicht kann ich ja dann irgendwo die Möglichkeit ein bisschen zu überholen, ne? Ja, über eine Sekunde verloren, nur weil ich hier am Lenkrad rumgespielt habe. Warum?
Also so richtig wegziehen. Okay, wenn ich richtig fahre, ziehe ich auch weg, ne? Klar. Okay, sehr gut. Drei saubere Runden in Folge. Mach weiter so. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 23,1 Sekunden. Okay, die waren jetzt alle an der Box, wie es aussieht. Da muss jetzt alles gut gehen. Okay, das hat schon mal geklappt. Zwar viel Zeit verloren. Jetzt noch sauber einbiegen. Ach, ganz vorn, ja. 25 Sekunden sollten reichen, eigentlich. 1, 0. Los, los, los! Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Ja, komm, 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 komm. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen.
Oh, das war aber knapp hier. Nicht nur knapp, der hat mich überholt. Wie geht das denn? Ich box doch nicht so. Ah, der war auf den weichen Reifen deutlich schneller als ich. Hey, das war eine saubere Leistung da draußen. Sehr gut. Wie sagt man so schön? Beständigkeit ist die halbe Miete. Zieht der weg. Reifen sind offensichtlich warm. Ah, der DRS, ne? So, soweit hätte ich ihn schon mal raus. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,3 Sekunden. Oh, keine Strafe, gut. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Das war aber sehr schlecht. Okay, das war nicht so schwer. Ja, wir haben gewonnen und zwar sauber. Unglaublich. Sauber. Sauber, sauber. Aber nichts Fahrer des Tages geworden. Und wieder ist ein fantastischer großer Preis von Frankreich. Jawohl. Die Gesichter der drei Bestplatzierten. Mhm. Gut. Punkte bekommen, was willst du mehr? Für die einen war es glorreich, für die anderen weniger. Aber vielleicht wendet sich das Blatt beim nächsten Mal. In dieser Saison stehen noch viele Rennen an. Ja, speichern wir mal. Also seid wieder mit dabei. Das ist die FA. Okay, mal gucken, was wir jetzt noch tun können hier. Frankreich war jetzt mal neu in dem Zusammenhang. Aber ich fürchte, ich muss mal ganz kurz... Bin gleich wieder da. Moment. Da, da ist er wieder. Alles wieder an hier, ja. Okay. So. Also, wir können nun noch ein paar Sachen einbauen. Ein paar Erkenntnisse, wesentliche Erkenntnisse. Oh, ich habe mich beeilt, man merkt's.
Okay. Sieht doch gut aus. Gut, das waren die 13 Runden. Wird das jetzt das gleiche nochmal? Warum ist das denn jetzt das gleiche nochmal? Ja, okay. 4 Tage. Heißt das, das läuft noch 4 Tage? Da gibt es was Neues. Ich habe keine Ahnung. Bonus-Event Lizenz B Australien. Hm. Fünf Runden. Australien, beliebige Länge. Arcade. Kanada. Und Formula One. Europa, Monza. Läuft noch 19 Stunden. Las Vegas hatten wir auch. Abu Dhabi. Abu Dhabi hatten wir auch schon. Ja, im Prinzip hatten wir ja. Szenario, das war Portugal. Ist das auch wieder das gleiche? 4 Tage. Hauptevent Brasilien. Guck mal, gehen wir hier rein. Brasilien. Oder ist das ein... Community Grand Prix? Hm. Seid mit dabei! Hauptevent. Fahrer Lewis Hamilton. Okay, das Rennen gewinnen. Das ist das Ziel. Okay. Ach, das geht wieder mittendrin los, ne? Autoeinstellung. Wir können das Setup verändern. Ich weiß jetzt gar nicht, ich kenne die, das ist auch eine Strecke, die ich noch nicht gefahren bin. Ich kenne sie zwar. Aber hohe Gespitzen, ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich komme jetzt da rein. Das Rennen gewinnen heißt. Norris hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Schön für ihn. Das wird jetzt nicht so einfach. Oh, das tut mir aber leid. Oh, sauber Platz gemacht. Ehrenmann. Oh, hier werde ich noch ein paar Runden fahren müssen. 73. Auch gar nicht so viel, ne? Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. 2 Sekunden ist der nächste hinter mir. Wieso habe ich nur 7 Gänge? Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Ich habe nur 7 Gänge. Hat der nur 7 Gänge? Da ist der kaputt. Ganz was Neues. Schlechte Neuigkeiten zum Getriebe. Das Team versucht alles, was ihnen einfällt, aber sie sind nicht sehr zuversichtlich. Bleib einfach dran, gib dein Bestes. Mehr können wir nicht verlangen. Ja toll, wie soll denn hier mein Topspeed halten? Das gehört aber dazu wahrscheinlich, ne? Ja, pass schön auf. Nein, doch.
Ja, toll, da geht er voll in den Begrenzer rein, ne? Ich kann nicht in den achten Gang schalten. Das ist nicht gut. Und er kommt näher. Das ist wohl die Herausforderung hier, ne? Mit einem kaputten Auto gewinnen. Nicht so weit hier. Das ist so furchtbar. 310, mehr ist nicht. Alonso fährt eine schnellste Runde nach der anderen. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Langsam, langsam, Opa. Das war gut. Bratzel, Bratzel, Bratzel. Okay, sehr gut. Drei saubere Runden in Folge. Mach weiter so. Ich will meinen achten Gang wieder haben. Was ist los hier in der Box? Als ob man nicht, wenn der Fahrt mal schnell das Getriebe tauschen könnte. Okay, Scherz. Nicht so gut. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist gut. Na super. Grüne Flagge. Das sollte Platz machen, aber jetzt aber, ja. Leclerc ist ausgeschieden, der Arme. Ehrenmann.
Ein paar Infos zu Alonso. Es scheint, er hat ein Problem. Das ist aber nicht mein direkter Verfolger, ne? Nee, jetzt guck auch nicht. Guck auf die Straße, Opa. Eine saubere Leistung da draußen. Sehr gut. Wie sagt man so schön? Beständigkeit ist die halbe Miete. Boah, recht hat er recht, ja. Jawohl, da ist er, der Fehler. Oh, das dauert zu lang. Ja, damit habe ich das Rennen verloren. Blöder Fehler. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Nützt mich nix, Alonso ist weg. Und mein Achtergang, jetzt geht er wieder. Toll. Muss ich direkt wiederholen. Los, los! Abstand zum Auto hinter uns. 8,8 Sekunden. Push, push. Letzte Runde, los, letzte Runde. Ja. Schade. Aber darfst dir keinen Fehler erlauben in dem Spiel. Zweiter Platz reicht nicht. Werden wir sofort wiederholen. Das habe ich jetzt beschlossen. Ich kenne die Strecke jetzt und versuche keinen Fahrfehler zu machen. Ist ja auch nicht notwendig eigentlich, ne? Es ist an der Zeit, den Top-Fahrer. Jo. Kam aber jetzt gar nichts von wegen verloren, ne? Kam aber auch nichts wegen gewonnen, ne? Weiter. Rundenbonus. Okay. Gesamtpunktzahl. Punkt für beste Runde. Bonus für saubere Runden.
Was kann ich denn mit den Punkten da eigentlich machen jetzt? Ziel ist gescheitert, ja, das ist richtig, aber das werden wir jetzt nachholen. Ich weiß jetzt, wie die Strecke funktioniert, zumindest halbwegs. Also machen wir das Ganze nochmal. Das übt. Keine Gnade. Ja, und direkt nochmal rein. Da ist ein Vertrag abgelaufen. Komme ich schon nochmal zurück? Ja. Das müssen wir jetzt zuerst korrigieren. Also Hauptevent war das. Ich muss kurz zurück und in die Garage. Wenn das hier ist, ein Vertrag, der ist abgelaufen. 22 plus 22 Abtrieb nach einer sauberen Runde. Ja, ich fahre doch meine schöne saubere Runden und da habe ich deutlich mehr Abtrieb. Dann sollte das eigentlich klappen. Warum macht er das nicht? Doch, jetzt. Ah, okay. Ich muss das dann zweimal anklicken. Warum auch immer. Ja, es sind noch 7 Sachen drin. Will ich aber jetzt nicht machen. Ich will jetzt das hier vollenden. Haupt-Event. Genau. Es geht mittendrin los. Fahrhilfen wie gehabt. Also ohne. Bis auf die Ideallinie. So, jetzt muss ich nur aufpassen, weil das hier mittendrin losgeht. Ich brauche nur sauber zu fahren. Dann habe ich gar keine Themen. Es ist gar kein Thema zu gewinnen hier, ne? Also Hamilton, streng dich an. Ja, geht jetzt schon gar nicht mehr rein, der 7. Gang, ne? 8. Gang. Durch ein mechanisches Problem hast du einen der Gänge verloren. Ich sag nur. Du hast einen der Gänge verloren. Oh, Entschuldigung. Hat Platz gemacht, aber ich habe zu weit noch. Ja, egal. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. So, jetzt erstmal wieder richtig fahren hier. Das ist ja voll Spaß. Ja, Enddrehzahl ist Enddrehzahl, dann setzt mich auf die. George ist auf dem Rennen. Schon wieder. Wieder den gleichen Fehler gemacht. Das ist ja unglaublich, ne? Das Getriebeproblem angesehen, aber wir können es nicht reparieren. Pass dein Fahrstil an und dann hoffen wir das Beste. Denk dran, dass dir diese Motoren viel Drehmoment liefern. Du solltest also einen Großteil der Runde in höheren Gängen fahren können. War ich kurz abgelenkt, aber nur ganz kurz.
Hallo. Kann gerade nicht gucken. Hallo Dani, ich hab doch geguckt. Okay, sehr gut. Drei saubere Runden in Folge. Mach weiter so. Ich versuch's. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, alles klar. Abstand zum Auto hinter uns, 4,0 Sekunden. Ein paar Infos zu Alonso. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Hey, das war eine saubere Leistung da draußen. Sehr gut. Wie sagt man so schön? Beständigkeit ist die halbe Miete. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ach, der Gang geht wieder.
Ende. Letzte Runde. Gib Gas. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Yippie, so, haben wir doch geschafft. So, jetzt offiziell nochmal. Hallo, Dani, ich grüße dich. Nass geschwitzt. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Ja, ja. So ist das, ne? So, wir kriegen jetzt viele, viele Punkte, hoffe ich. So, Ziel abgeschlossen. 201.000. Beihilfenbonus 20.000. Bonus für Schwierigkeitsgrad 5.000. Keine Rückblenden 2.000. 26.000 für... Wow. Okay. Das hier macht Spaß, aber ich muss jetzt warten, bis... Die nächste, ja, mir geht's gut. Danke. Alles gut, alles bestens. Ich hoffe, dir auch. Okay, ja. Österreich, Zeitfahrherausforderung, mit der du bestimmte Zielrunden gesetzt. Ah, das freut mich. Mit der du bestimmte Zielrundenzeiten Belohnungen erhältst. Deine beste Runde wird zusammen mit deinem Namen, deinem Ort in der Zeitfahrung gespeichert. Österreich. Unterbietet die Bronzezeit. Gucken wir mal rein. Wir nehmen den Red Bull, genau. So, hier hat sich ja normalerweise nichts verändert. Alfred, vielen Dank für den Follow. Ah ja, super. Danke. So, ja. Alles aus, außer die Ideallinie. Die brauche ich. Ohne die läuft noch nichts. Österreich könnte ich theoretisch jetzt auch ohne fahren. Die habe ich ja schon so oft gefahren. Die müsste eigentlich gehen. Aber das Spiel gibt mir das ja jetzt vor. Kann durchaus sein, dass er weg ist. So, was gucken wir mal? Gucken wir mal hier. Ist das die ganz normale Zeitfahrgeschichte? Ja. 1.02, ne? 52.000 Spieler, super. Ja, ich weiß. So, wir haben höhere Spitzengeschwindigkeiten. Ich gucke trotzdem mal ins Setup rein. Sieben Runden. Haben wir noch einen Qualifier? Offensichtlich ja, ne? Warte mal, ich habe doch von Österreich habe ich doch ein Setup. Nee, habe ich keins. Gut. Dann gucken wir mal. Mhm. Ja, ich würde die Spurwerte etwas verringern.
Senkt, glaube ich, den Reifenverschleiß. Ziemlich harte Aufhängung. Ja, das hier lassen wir besser mal so, wie es ist. Ich habe jetzt keine Möglichkeit zu trainieren. Die Frage, nehme ich mir lieber ein bisschen mehr Flügel mit? Muss ich hier überholen? Ne, ich fahre ja Rennen. Ne? Da wäre mehr Flügel, glaube ich, sogar noch besser. Da komme ich schneller durch die Kurven. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Flügel, habe ich gesagt. Probieren wir einfach mal, was soll's. Alles Neue macht der Mai. So, beenden. Und ja, hier kann man eh nur fliegende Runde machen. So, mal gespannt, ob ich eine Ideallinie habe. Ja, habe ich. Okay. Hat so einen satten Klang, der Red Bull, ne? Ja. Ach, da fährt da noch einer mit. So, die Kurve des Grauens. Enorm viele DRS-Zonen. So, jetzt konzentrier dich, Opa. Ja. Oh nein. Naja. Das geht deutlich schneller. Oh Gott, schon 3/10 verloren. Ja, die war schlecht gefahren. Direkt das Delta hochgerappelt. Zählt nicht, okay. Macht aber nichts, ist eh schlecht gewesen. Sehr schlecht sogar. Erste Runde war schon richtig gut für meine Verhältnisse. Ah, auch wieder schlecht, viel zu früh gebremst. Und schlecht raus beschleunigt. Eieiei. Gut. Okay. Hallo Leute. Naja, logisch, wenn man immer versucht schneller zu fahren, dann kommt man irgendwann an die Grenze und dann ist es vorbei. Ne? Deswegen frage ich mich, wie hier einer kann 1-2 fahren. Ne? 5 Sekunden noch besser als meine erste Runde. Und die hat sich schon richtig gut angefühlt. Aber es geht. Boah, ich erschrecke jedes Mal, wenn das Auto da steht. Bin ich denn eben die Kurve hier gefahren? Verliere ich jedes Mal 3/10.
Ah, ist eh vorbei, die Runde. Oh, gleich zwei Runden. Drei Zehntel, weiß nicht warum. Vier. Ja, muss ich noch früher bremsen hier. Hallihallo. Kann gerade nicht gucken, sorry. Ah, hallo McRae. Ja, danke. Sieht nicht so aus. Ui. Sollen wir sie gleich wiederholen? Ja. Oh, Opa, wie fährst du die Kurve? Also wirklich Katastrophe. Zu schnell. Entschuldigung. Oh nein. Denise hat eine halbe Sekunde gekostet. Hallo Bitze. Ah, oh, schon wieder. Und die nächste Runde auch noch. Jawohl. Macht nichts. Ich verliere jedes Mal 3 Zehntel, ich weiß nicht wieso. Und tschüss. Das wird nix, Opa. So nicht. Na gut, ich fahre insgesamt 10 Runden hier und dann suche ich mir wieder was anderes raus hier, ne? Och Leute. Bin hier los. Gib Vollgas, jawohl. Erste Runde war zu gut, die war 1,7. Habe ich bis jetzt nicht mehr geschafft. Nein, nein. Boah, 5 Zehntel. Miese. Noch einmal. Noch einmal. Vielleicht nicht ganz so viel pushen. Und schon nicht bei der... Achso, hätte ich können weitermachen. Die Runde. Okay, egal.
Oh nein, noch zu schnell. Schlecht gefahren. Zweimal Purple, aber die erste. Der erste Sektor war schlecht, ne? Noch zu schnell. Die Kurve, die kann ich so nicht fahren. Das ist nicht gut. Hoppla. Ja, das ist immer das Problem, wenn man übernimmt und das Lenkrad nicht ganz genau gerade steht. Und da hängt man im Gehäcks. Wie furchtbar. Eine Sekunde verloren. Schade. Wieder ein bisschen viel gepusht.
Hui, ein kleiner Wheelspin. Okay, 12 Runden. Ich wollte eigentlich nur 10 fahren. Zurück in die Garage und mal gucken, wo wir gelandet sind. Ich habe das zwar die ganze Zeit hier gesehen, aber nicht so richtig. 70%, ja. Fehlt noch einiges. Aber wie dicht die beieinander sind, ne? Das ist der Wahnsinn. L2. Finde mich R2. Ne? R2, da. 8000. Ach, es sind nur 11 drin. Ach, ich habe die Steam gewählt. Ja, okay. Okay, habe ich gerade gewundert. Bleibt aber gleich, ne? So, und jetzt sieht das aus, ne? Man sieht die Zeiten, das sind Tausendstel, ne? Und wenn du da mal eine Sekunde besser fährst, da bist du gleich ein paar Tausend weiter vor. Aber dabei fahre ich ohne Fahrhilfen. Ist ja auch schon was wert. Wahnsinn, ne? Wie viel da schon drin sind jetzt? 52.000. Okay. Ja, was kriege ich jetzt hier? Habe ich jetzt irgendeinen Vorteil? Nee, keine Ahnung. Session beenden. Okay, Glückwunsch, danke. Ja, auch schön. Prima. Aber 1,6, es war für meine Verhältnisse schon sehr gut, muss ich schon sagen. Aber es geht noch schneller. Das sieht man ja an den Kollegen. So, was haben wir denn auf der Uhr? Ja, wir haben jede Menge Belohnungen bekommen. Gucken wir gleich mal rein. Zeitfahrherausforderung. Habe ich da jetzt irgendwas? Oder bietet die Goldzeit? Ja gut, Goldzeit. Was heißt Goldzeit? Ah ja, gut, egal. Regenwetter Grand Prix. Lass ich jetzt mal, wo ist denn das? In Bahrain. 5 Runden im Regen. Wetter auch mal was. Meisterschaften. Ist das Mehrspieler? Komm, wir fahren mal ein Regenrennen. Ich habe in Bahrain noch nie ein Regenrennen gefahren. Ich bin aufgestiegen. Ich habe ein... Wow. Ich habe einen Lizenzlevel-Schub erhalten. Mal sehen, wie das sich jetzt bemerkbar macht. Jetzt geht es ins Regenrennen nach Bahrain. Die Strecke ist mir schon bekannt. Ich hoffe nur, du wirst. Es wird noch die Ideallinie da sein. Auch wenn ich sie kenne, ohne Ideallinie ist das noch nicht so richtig gut machbar. Ja. Papa. Und man kann das Auto noch einstellen. Ist das nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Was haben wir drauf? Sehe ich? Das sehe ich gar nicht. Ne? Autoeinstellungen. Ich kann nur das Setup verändern. Und noch nicht mal ein eigenes. Hm. Das Regenrennen ist, würde ich ja besser mehr Abtrieb. Na komm, ich lass mal, wie es ist. Rennen starten. Oh Gott. Oh, direkt schon Wheelspin. Es regnet doch gar nicht. Das war nix. Das war nix. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Alles gut, alles gut. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Ich war zu schnell.
Aber allein rumfahren und im Pulk rumfahren sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Oh nein! Oh, Opa! Was ist denn los? Die Strecke kennst du doch. Welt der Wunder. Der Start war okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in der Nähe ausmachen. Wie eine Kampflinie fährt hier, Onkel. Du gefährdest unsere gesamte Strategie mit so einer Frage. Ja. Motz nicht. Kann ich dafür, die mir hier im Weg rumfahren. Hui. Nein. Entschuldigung, oh nein, aber warte mal, einmal gönne ich mir die Rückblende. Es gibt zwar Abzüge in der B-Note. Okay, ich glaube, naja, das wird nix. Das wird nix. Ah. Okay, naja. Fahren wir ein bisschen ohne Flügel. Oh ja, man merkt's. Oh, räumt er mich hier ab. Ich kann nicht schneller. Oh, da möchte ich beim die Kurven. Ja, wenn kein Auto da ist, dann geht das, ne? Spät gebremst. Oh. Purple im ersten Sektor. Ich glaub's nicht. Reicht's noch? Nee. Ja, hier merkt man den Flügel. Hier auch. Habe ich noch DRS? Nee, ne? Doch, da war der Messpunkt, gell?
harter Kampf da vorne. Wieder Purple im ersten Sektor. Ich komme nicht dicht genug ran, um auf der Geraden zu überholen. Bin den blöden Spoiler wahrscheinlich, vermute ich mal. Ja, ERS muss ich jetzt auch sparen. Nicht gut, nicht gut. Okay, die wird direkt wiederholt. Saubere Runden in Folge. Mach weiter so. Ja. Mach ich. Opa, du musst früher bremsen. Habe ich schon gerade gesagt, oder sind meine Reifen schon so? Nee. Ja, der Flügel. Ja, die haben jetzt DRS und da wird es wahrscheinlich schwierig. Ausgebremst. Und nochmal zurück, 2 Sekunden, da bin ich 10. oder 11. Okay, oder sowas. Das Ziel nicht erreicht, aber 10 hätte ja. Du sauber gefahren. Ja, ja, ging so. Wird natürlich wiederholt. Das geht besser. Aber der Start und ja, die erste das Kurve, das ist immer mein Verhängnis, leider Gottes. So, die eine Runde fahren wir jetzt noch und dann. Wir sind Rad an Rad gefahren. Wir haben Nervenkitzel. Platz 11, das war knapp, erlebt. Nur wegen den 2 Sekunden. Wer weiß, was als nächstes kommt. Seid also wieder dabei, wenn es in der F1 World weitergeht. Ich mache jetzt sofort weiter. Wiederholung. Ne, ich muss jetzt wieder raus. Und dann nochmal rein. Das will ich jetzt wissen. Ja, ist auch ein bisschen Abwechslung, dass man hier von einer Strecke zur anderen springt, wenn man die Teamkarriere. Gut, das werde ich natürlich hier auch machen. Die mache ich im Moment im. Moment, ich glaube schon. Kaffee. Meine Teamkarriere mache ich im Moment im 22er. Regenwetter Grand Prix. Warum steht da bei Nässe? Keine Ahnung. Gut, ich gehe trotzdem nochmal rein mit dem neuen Level und versuche diesmal nicht zu unfallen, zu verunfallen in der ersten Runde. Ja, okay. Und ja, Autoeinstellung lasse ich so.
Ja, ich weiß nie, wann ich da bremsen muss. Ich weiß, wann ich bremsen muss. Früher. Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Problem ist, es sind nur 5 Runden. Es ist unheimlich schwierig, an die Spitze zu fahren. Ne? Ah, jetzt kann ich hier auch wieder Vollgas fahren mit Spoiler. Flügel. Nein. Oh nein. Oh, ein bisschen zu viel Gas. Nee, ich war nicht auf der Ideallinie, weil ich wollte eigentlich gute Position haben zum Überholen. Bin ich von der Ideallinie runter und dann war der Grip weg, ne? Opa. Opa, der Stürmische. Vorhin eine Zeitstrafe bekommen. So. Jetzt werde ich weggeräumt, ne? Jetzt werde ich weggeräumt. Okay, das bringt nichts. Session neu starten. Danke. Danke für euer Verständnis. Katastrophe. Ist das eine Katastrophe? Oh, Nick. Aber ich kann doch normalerweise hier vorbeigehen, wenn ich so einen guten Start habe. Aber jetzt habe ich zu früh gebremst. Hast du gesehen? Da habe ich es gut gemeint. Jetzt werde ich weggeräumt hier. Guck dir das an. Er schiebt mich über die Strecke, ne? Da kannst du nichts machen. Was willst du denn da machen, ne? Nochmal neu starten. Der hat mich jetzt voll über die Strecke geschoben und ich war auf der Linie. Der Start war nicht so gut. Ich muss jetzt aufpassen, wann die bremsen. Die bremsen irgendwie besser als ich. Lass mich in Ruhe. Oh, direkt schon ein Fahrfehler. Warum? Ganz ruhig, Opa. Okay, der Start war in Ordnung. Lass uns versuchen vorzurücken. So, ich bin heile hoffentlich. Ich hab's ERS angelassen. Das war nicht gut. Ich krieg das hier nicht gebacken, ey. Warum mache ich so Fehler?
Opa, Opa, Opa. Ja, ich hab ABS aus, ne? Mehr wegfahren. Wir können jetzt das DRS verwenden. Der ist verfügbar. Viel zu früh eingelenkt, ne? Komm nicht schnell genug ran, um ins DRS-Fenster zu kommen. Sehr gut, drei saubere Runden in Folge. Mach weiter so. Nicht ganz gereicht, ne? Schlecht. Ganze ERS verballert, wenn ich jetzt brauche, sie überholen, ist alle, ne? Ah, das Rausbeschleunigen kriege ich noch nicht hin, ne? Oh, DRS habe ich. Okay, letzte Runde, bringen wir es zu Ende.
Ja, es ist wieder raus. Nee. Ganz schlecht. Ja, natürlich. Steige ich hier voll aufs Gas. Depp. Letzte Runde voll aufs Gas geknallt. Ey. Unseren Punkten und deinem Ruf hat das heute keinen Abbruch getan. Gut gemacht. Gutes. Ach, Platz 5. Hatte ich noch 5. Oh, gut. Letzte Runde hat nicht mehr gelangt, aber macht nichts. Ich bin der Fahrer des Tages. Ja, 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 ja. So, meine Lieben. Das war's. Bedanke mich fürs Zugucken. Hier kommen die drei Bestplatzierten. Und Moment. Das ist ein völlig neues Format für mich und für euch vielleicht auch. 38,8. Oh, da war es noch ein weiter Weg zur Menge Action geboten wird. Zur besten Runde. Aufs nächste Mal. Gut, brauchen wir nicht speichern. Alles klar. Gut, es geht beim nächsten Mal weiter. Bedanke mich fürs Zugucken. Bis dann. Ciao, ciao, euer Opi. Okay, that's the one that I find.